Blair Adams war ein 31 Jahre alter Kanadier aus Surrey, British Columbia. Blair war ein typisch fröhlicher junger Mann, ein lebenslustiger, freundlicher Mensch, der gerne mit anderen zusammen war. Als Vorarbeiter in einer Baufirma war Blair ein harter Arbeiter, der seine Arbeit gerne und gut machte. Erst einige Wochen vor seinem Tod bemerkten die Leute eine Veränderung in seinem Charakter. Laut seiner Mutter Sandra Edwards hatte Blair Stimmungsschwankungen und war plötzlich reizbar und jähzornig geworden. Sandra sagte, irgendwas war offensichtlich nicht in Ordnung. Er hatte nicht gut geschlafen. Irgendetwas stimmt nicht. Ich habe ihn mehrmals gefragt, was los ist. Und er sagte, ich glaube nicht, dass ich dir davon erzählen sollte. Und bis zum heutigen Tag weiß ich nicht, was es ist. Am Freitag, dem 5. Juli 1996, wurde Blairs seltsames Verhalten immer beunruhigender. Blair hob seine Ersparnisse ab und leerte seinen Tresor mit mehr als $6.000 in bar und Tausenden von Schmuckstücken sowie anderen kleinen Wertgegenständen. Blair fasste den Plan, in die Vereinigten Staaten, genauer gesagt in die Bundesstaat Tennessee, zu fliehen. Am Sonntag, zwei Tage nachdem er Tausende von Dollar abgehoben hatte, versuchte Blair, in die Vereinigten Staaten einzureisen. Jedoch wurde ihm die Einreise verweigert, da er zum Profil eines Drogenhändlers entsprach. Ein junger, alleinstehender Mann mit einer großen Menge Bargeld und Wertsachen bei sich. Nach seiner Rückkehr nach Hause kündigte Blair seinen Job und kassierte seinen letzten Scheck. An diesem Nachmittag gab Blair $1.600 seiner Ersparnisse für einen Hin- und Rückflug nach Frankfurt am Main aus, wo seine Freundin lebte, die ihn allerdings nicht erwartete. Blair hatte sie kennengelernt, als er im Jahr zuvor in der Baufirma seines Stiefvaters in der Nähe von Frankfurt gearbeitet hatte. Während seine Freundin ihn als liebevollen Gentleman beschrieb, beschrieb ein Mann, mit dem er zusammengearbeitet hatte, ihn als aggressiv und streitlustig. Und er war gelegentlich in Schlägereien verwickelt. Sandra wurde klar, dass ihr Sohn vor etwas oder jemanden wegzulaufen schien. Aber wenn sie ihn nach seinem Verhalten befragte, wich Blair ihren Fragen aus und hielt jede Information zurück, die ihr helfen könnte, ihren Sohn von seinen Ängsten zu befreien. Blairs letzte Begegnung in Kanada war die mit einem Freund. Blair war unangemeldet und offensichtlich in großer Sorge zum Haus seines Freundes gekommen. Blair erzählte ängstlich, dass jemand versucht hatte, ihn zu töten, weigerte sich aber erneut, mehr zu sagen. Wenn Blair jemals etwas über eine bestimmte Person oder bestimmte Personen sagte, die er fürchtete, dann nur bei sehr wenigen Gelegenheiten. Blair erzählte einmal seiner Freundin und einem anderen Freund, dass er sich vor der Rückkehr seiner ehemaligen Kollegen aus Deutschland fürchtete, weil er glaubte, dass auch sie ihm etwas antun wollten. Blairs Flug nach Deutschland sollte am nächsten Tag starten, nachdem er sein Ticket gekauft hatte, aber Blair hatte immer noch Tennessee im Visier. Am Dienstag gab Blair seine Tickets zurück, mietete ein Fahrzeug und schaffte es diesmal, in die Vereinigten Staaten einzureisen. Blair kam zunächst in Seattle, Washington an, wo er ein einfaches Ticket nach Washington DC kaufte. Aus unbekannten Gründen kaufte Blair ein Ticket für $770, obwohl er eine Hin- und Rückfahrt für einen günstigeren Preis von etwa $350 bis $400 hätte kaufen können. Blair kam am frühen Mittwochmorgen in Washington an und reiste nach Knoxville, Tennessee, mehr als 500 Meilen südwestlich. Zeugen sahen Blair zum ersten Mal gegen 17.30 Uhr an einer Tankstelle in Knoxville. Blair beschwerte sich beim Tankwart, dass sein Auto nicht anspringt, woraufhin der Tankwart ihm sagte, er habe die falsche Schlüssel. Sie suchten gemeinsam nach den Autoschlüsseln, sowohl auf dem Gelände als auch durch die Fenster des Fahrzeugs, aber sie waren nirgends zu finden. Der Tankwart drängte Blair, seine Taschen zu durchsuchen, aber Blair weigerte sich nach Angaben des Tankwarts beharrlich.
Die Autovermietung hatte für diesen Tag bereits geschlossen und Blair würde bis zum nächsten Morgen in Knoxville festsitzen. Blair gelang es jedoch, per Anhalter zum nächstgelegenen Motel zu fahren. Ticker Hartsfield, eine Angestellte des Hotels, erinnerte sich noch gut an Blair und sagte, am besten kann man ihn als paranoid beschreiben. Er war einfach sehr nervös, aufgeregt und erwartete, dass jemand zu ihm reinkommt, obwohl gar niemand da war. Ich weiß nicht, nach wem er gesucht hat, aber er hat darauf gewartet, dass jemand zu ihm reinkommt. Die Überwachungskameras des Motels haben aufgezeichnet, dass Blair innerhalb einer Stunde 5-mal in der Lobby ein- und ausgegangen ist, bevor er schließlich für ein Zimmer bezahlt hat. Nachdem er eingesteckt hatte, steckte Blair den Zimmerschlüssel in seine Tasche, aber anstatt in sein Zimmer zu gehen, verließ er das Motel durch die Vordertür und kehrte nicht zurück. Es war 19.37 Uhr. Und das war das letzte Mal, dass Blair lebend gesehen wurde. Etwa 12 Stunden später wurde Blairs Leiche auf einem Parkplatz, etwa eine halbe Meile vom Motel entfernt, entdeckt. Blair war von der Taille abwärts nackt, seine Schuhe waren ausgezogen, seine Socken waren umgestülpt und sein Hemd war aufgerissen. Um Blairs Körper herum lagen $4.000 in amerikanischer, kanadischer und deutscher Währung verstreut. Außerdem befand sich ein kleiner Sack mit Blairs materiellen Wertgegenständen wie Gold und Schmuck im Gesamtwert von schätzungsweise $2.000. Die Toyota-Autoschlüssel, die Blair angeblich vermisst hatte, wurden ebenfalls 3 Meter von seiner Leiche entfernt gefunden. Dem Autopsiebericht zufolge hatte Blair zahlreiche Schnitt- und Schürfwunden erlitten. Doch als Todesursache wurde letztendlich ein heftiger Schlag in den Unterleib festgestellt, bei dem sein Magen zerrissen wurde. Eine Waffe, wahrscheinlich ein Knüppel oder eine Brechstange, schlitzte ihm die Stirn auf. Es gab Anzeichen dafür, dass Blair sich gewehrt hatte, denn seine Hände waren blau und blutverschmiert, als hätte er sie zu einer Verteidigung hochgehalten. In seiner Faust befand sich eine lange Haarsträhne, das einzige wichtige Beweisstück, das am Tatort gefunden wurde. Bestimmte Verletzungen deuteten darauf hin, dass Blair sexuell missbraucht wurde. Aber es wurden keine DNA-Spuren gefunden und es war unklar, wann der Übergriff stattfand. Obwohl Blair in der Vergangenheit mit Drogenmissbrauch und Abhängigkeit zu kämpfen hatte, behauptete seine Familie und Freunde, dass er vor seinem Tod 2 Jahre lang nüchtern gewesen sei und es gab keine Anzeichen von Drogen oder Alkohol in seinem Körper. In seinem Magen befanden sich jedoch Reste von Salat, Fleisch und Krabben, was darauf hindeutet, dass er nach dem Verlassen des Motels etwas gegessen hatte, obwohl er nicht gesehen wurde. Obwohl es in Blairs Familie eine Geschichte von Geisteskrankheiten gibt, wurde bei Blair selbst nie offiziell eine Geisteskrankheit diagnostiziert. Die einzige Person, die vor Blairs Tod verdächtige Aktivitäten meldete, war ein Wachmann eines nahegelegenen Unternehmens, der behauptete, er habe gegen 3.30 Uhr morgens einen plötzlichen Schrei gehört, den er für eine Frauenstimme hielt. Nach Angaben seiner Familie und der Ermittler ist es rätselhaft, warum Blair sich ausgerechnet Tennessee ausgesucht hat, denn er hatte zwar Beziehungen in Deutschland, kannte aber niemanden in Tennessee. Und die Frage, was ihn dorthin geführt hat, bleibt unbeantwortet. Die Theorien reichen von einem schiefgelaufenen Sexualakt bis hin zu einem zufälligen Angriff und der Annahme, dass Blairs Paranoia durch einen psychischen Zusammenbruch verursacht wurde. Oder dass Blair recht hatte, dass jemand tatsächlich hinter ihm her war und Erfolg hatte. Auch 22 Jahre später bleibt Blairs Tod ein Rätsel.